Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Mirador. Das ist ein Spiel, das vielleicht ein bisschen wie Dark Souls ist, allerdings von oben drauf Ansicht. Wir sehen schon, ich bin hier ein kleiner Wuffi-Knuffi und ich habe auch schon gesehen, der hat eine Idle-Animation, also das ist alles richtig cool. Und es ist ein Spiel, wo man die ganze Zeit nur gegen Bosse kämpft. Wir haben ja auch ein Schwert, das wir führen können. Ha, hu, ha. Und wenn wir die Angriffstaste gedrückt halten, dann kann er auch einen krassen Angriff machen. Ein Schild haben wir auch noch. Und ein Dash irgendwie auch, genau. Ansonsten können wir es noch healen und alles Mögliche machen. Unten rechts seht ihr, was wir alles machen können. Es gibt ja noch einen anderen Charakter, habe ich schon gesehen. Und zwar hier diesen Raben. Und ich glaube, ich werde auch den Raben einfach mal benutzen, indem wir diese Kiste einmal anbellen. Guck mal, der Hund ist eigentlich ganz schön süß, muss ich sagen. Aber wir werden einfach mal die Krähe. Ist Crow, Krähe, Rabe, ist das beides dasselbe? Ich bin mir nicht so sicher. Aber wir spielen auf jeden Fall mal als Krähe. Ansonsten kann man hier später auch noch andere Waffen auswählen und auch seine Fähigkeit und sowas verändern. Habe ich allerdings noch nichts. Ich kann euch einfach mal zeigen. Wenn man das Spiel das erste Mal startet, dann kriegt man hier erstmal richtig schön in sein Inventar ganz viel komisches Kram, alles für Mirador reingepackt. Also das haben wir hier gerade alles. Warum die das jetzt im Steam-Inventar machen, keine Ahnung. Hier so einen komischen Helm und Flaschen und irgendwelche Fähigkeiten. So, und das Krasse an diesem Spiel ist, man kämpft halt die ganze Zeit gegen Bosse, die aber, und das ist der Clou, von anderen Spielern programmiert worden sind. Und anscheinend kann man auch im Internet spielen, wenn ich das hier so richtig sehe. Einmal angekräht und ab durchs Portal. Wir probieren es erstmal alleine. Ja, also es soll irgendwie so ein Hack'n'Slash sein. Es hat mich auch ein bisschen daran erinnert an... Und Below hat mich das erinnert. Weil das sah ähnlich aus. Aber hier... Ja, also ich bin sehr gespannt auf die Bosse. Ich bin jetzt nicht der allerbeste Dark Souls-Spieler, möchte ich dazu mal sagen. Von daher, ich bin gespannt, wie das hier jetzt alles funktioniert. Okay, funktioniert. Kommt da jetzt der Boss raus? Ich habe ein bisschen Angst. Das ist der Boss. Hi. Den hat jetzt irgendein anderer Spieler kreiert. Da, der Nexus. Nexus hat diesen Gegner gemacht. Und jetzt kämpfen wir gegen den. Und so wie ich das verstanden habe, kann man dieselbe ausrüsten und auch deren Angriffsmuster sagen. Ha! Fress dies! Und ja, jetzt... Oh, okay, er kann Laser. Jetzt muss man ihn einfach vernichten, Leute. Alles easy. Ich habe ja auch ein Schild, ne? Wollen wir mal ausprobieren, wie viel der Schild so abwehren kann? Okay, er hat auch einen Speer. Ja, okay, er hat auch irgendwelche komischen... Aua! Lol! Okay, warte, ich muss erstmal klarkommen. Okay, das war nicht gut. Der sieht jetzt aber nicht so schwer aus, muss ich sagen. Also so ein... Okay, was macht der denn alles? Und vor allem, wieso hat er so viele Sachen? Zack, zack. Und irgendwie mache ich ihm auch nicht wirklich Schaden. Ich dachte, es ist ein bisschen mehr wie Fury. Da gab es auch richtig coole Bosse. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich habe das nur mal bei jemandem gesehen. Ja, alles klar, du hast ja voll den krassen Scheiß drauf. Ich mach den halt gar keinen Schaden, gell? Ah! Meine Güte! Ich bin gleich schon tot. Warte, wie kann ich mich heilen? Einmal heilen bitte, danke. Okay, ich habe drei Heilungsdinger. Ja, das ist quasi schon das ganze Spiel. Man kämpft die ganze Zeit gegen Bosse. Ich weiß nicht, ob man dann tolle Belohnungen bekommt. Ich hoffe es aber. Aua! Und ich bin auch sehr gespannt, ob die anderen Bosse sich nicht vielleicht zu sehr gleichen. Ich glaube, ich habe ja einfach jetzt schon voll den viel zu krassen Boss am Anfang bekommen. Was macht denn? Was ist denn das alles? Okay, so, jetzt kriegst du aber auf die Fresse hier. Aua. Okay, ich muss erstmal raffen, wann er irgendwas macht. Diesen Laser finde ich auch ganz komisch, muss ich sagen. Was war das? Achso, das war... Okay. Ja, das war seine Tron-Fähigkeit. Oh Gott, ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich glaube, der ist einfach viel zu krass für mich. Hä? Muss er nicht am Anfang irgendwie ein Tutorial bekommen oder so? Hilfe! Kannst du mich doch nicht einfach gegen so einen Boss hier, aua, gegenknuddeln lassen? Ach, ich muss meinen Bogen wiederholen, damit ich ihn überhaupt benutzen kann. Der einfach 5 Milliarden Fähigkeiten hat und ich habe einfach gar nichts. Moment, Moment, ich muss mich nochmal heilen. Blup. Ich kann halt wirklich gar nichts. Was haben wir denn sonst noch so? Schild und Dash, ja, wir haben halt nichts. Wir haben nur unsere ganz normale Attacke. Hätte ich wenigstens noch irgendeine Special Attack, so wie der Boss hier, aber nope. Oh, oder wenn ich wenigstens besser ausweichen könnte. Okay, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das so cool finde, dieses Spiel. Ich glaube, ich werde den ersten Boss hier nicht besiegen. Okay, dreimal macht er das. Nein, er macht es viermal! Was ist das denn für ein komischer Typ? Ja, mach ruhig. Ja, ist egal. So, komm, wir schnetzeln den jetzt einfach tot. Leute, einfach tot schnetzeln. Das hat den anderen Spielen auch geholfen. Ja, ja, ja. Du kannst mich gar nicht vernichten, wenn ich dich die ganze Zeit haue. Puh. Zack, 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 zack. Und wenn ich dich nicht treffe, ist das auch nicht so schlimm. Ich bin gleich tot. Au, ich bin tot. Ja, schöner erster Boss, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob der Typ, der den jetzt kreiert hat, auch was bekommt oder nicht. Aber das ist das Spiel. Okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Nein, Quatsch. Okay, enter the workshop. Mal gucken. Ach so, hier kann man dann seinen eigenen Boss erschaffen, ja? Was haben wir denn hier so? Okay, wir haben bisher nur den Knight. Toll. Ich habe die Befürchtung, dass sehr viele Bosse sehr gleich aussehen werden.
wenn man nur so wenig Sachen hier hat. Okay, man hat verschiedene Köpfe, die aber anscheinend nichts anders machen. Also am Anfang sind die dann wohl wirklich einfach alle gleich. Man kann nur deren Farbe verändern. Ah, hier kann man auch ihr Angriffsmuster irgendwie verändern. Aha, aha. Ah ja, da kann man... Ah, hier kann man tatsächlich in die Sockets reinpacken, was er dann so machen soll. Aber die macht dann einfach random, oder was? Dann sind die doch trotzdem alle gleich. Okay, das ist sehr weird, Leute. Dann ist in diesem Spiel anscheinend gar nicht so viel Content, wie ich gedacht hätte. Wir können ja einfach mal mit einem Stranger spielen. Man kann anscheinend auch mit Freunden spielen, aber ich habe keine Freunde. Deswegen spielen wir mit irgendeinem random Dude aus dem Internet, wenn das überhaupt irgendjemand spielt. Ich bezweifle es ein bisschen. Ist noch nicht so lange draußen. Okay, ist doch schon länger draußen. Seit dem 26. Juli ist es draußen. Dann haben wir, glaube ich, noch schlechtere Chancen, dass das jetzt im Dezember immer noch jemand spielt. Gut, also ich habe jetzt 10 Minuten gewartet, es kommt keiner, heißt, wir müssen ganz offensichtlich alleine gehen, weil dieses Spiel anscheinend niemand spielt. Weil es aber auch doof ist, wenn es immer dasselbe ist. Oh Mann, wenn jetzt, der was hat jetzt auch wieder dieselben Angriffsmuster. Wollen wir wetten? Guck mal, er sieht genauso aus wie der eben. Aber heißt diesmal Twitch Ido Damage. Geht alle auf seinen Twitch-Kanal, Leute. Nein, der hat eine Waffe. OMG, der ist anders drauf. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, ob der ganz tolle, ganz tolle andere Fähigkeiten drauf hat. Okay, anscheinend schießt er einfach immer nur. Das wäre ja super lame. Nein, er hat auch diese komische Fähigkeit drauf, für langsam und so. Aber er hat immerhin eine Waffe, Leute, und kein Schwert. Das ist doch auch schon mal positiv, würde ich sagen. Ja, ja, okay, 1, 2, 3. Ist ja ganz witziger. Wow, das macht Fun. Er kann sich teleporten, Leute. Das ist auch was ganz Neues. Ich glaube, mein Bogen wird tatsächlich mehr Damage machen als mein Schwert. Ich würde gerne mal was Neues freischalten. Guck mal, der trifft nämlich doppelt und dreifach. Krasser Scheiß. Pow, pow, pow. Cool. Macht das einen Spaß. Ich habe übrigens eben mal Freunde eingeladen gehabt zu dem Spiel, aber um das mit Freunden zu spielen, müssen die dieses Spiel auch haben. Und da das Spiel Geld kostet, keine Ahnung wie viel, bestimmt 6 Euro. Das ist natürlich zu viel des Guten. Deswegen muss ich das wohl oder überall alleine spielen. Zumindest für dieses Let's Test. Mann, ich dachte, das Spiel hätte mehr auf dem Holz. Das ist wirklich so ein bisschen wie Dark Souls ist, nur halt ohne die nervigen kleinen Gegner, die einen immer kaputt machen. Sondern einfach die ganze Zeit nur gegen Bosse. Aber der Typ macht mir zumindest schon mal mehr Spaß als der erste. Ich glaube, ich muss mir doch nochmal Fury angucken. Wer das kennt, da kämpft man quasi auch die ganze Zeit nur gegen Bosse, aber die sind halt richtig cool designt und das ganze... Mann... Das ganze Drumherum um den Boss ist viel cooler und so. Kann er sich eigentlich selber verletzen mit dem Kack hier? Okay, warte, ich habe jetzt voll den Plan, Leute. Ich knüppel ihn einfach kaputt die ganze Zeit. Und wenn er schießt, dann nehme ich einfach mein Schild. Dann kann er nämlich gar nichts. Haha. Tja, oh, was machst du jetzt? Das verlangsamt wirklich nur, oder? Oder macht das auch Damage? Sieht aus, als wenn das wirklich nur verlangsamen würde. Ja, okay, du bist ja ein ganz witziger, du. Ich will zumindest einmal besiegt haben. So, hier, friss das. Ich hätte auch gern mehr Fähigkeiten. Oder ich würde mich zumindest irgendwie skillen wollen. So wie ich das gesehen habe, hat nämlich der Hund und die Krähe auch dieselben Fähigkeiten. Ist also egal, wen man davon spielt. Wär ganz cool, wenn man irgendwie machen könnte, ja, ich möchte ein bisschen schneller sein, dafür schneller angreifen oder sowas. Oder ein bisschen langsamer sein, dafür aber, dass ich stärker bin, halt sich so ein bisschen skillen. Wie auch bei Dark Souls oder bei jedem anderen RPG. Aber geht ganz offensichtlich leider nicht, vielleicht später. Also es gibt zumindest noch mehr Sachen freizuschalten. Ich hoffe jetzt nicht nur für die eigenen Bosse, die hier immer erscheinen, sondern auch für einen selber. Das wäre ganz toll, aber irgendwie weiß ich nicht. Hält mein Schild unendlich? Ich heile mich mal kurz. Läuft auf jeden Fall besser gegen den Typen hier. Schild! Angriff! Ausweichen! Schild! Bogen. Oder, nee, wie heißt das? Anderes Ding. Ein... Ich weiß nicht, wie man die nennt. Pow, 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 pow. Schreibt es jetzt in die Kommentare, wie man dieses Ding hier nennt. Ein... Hä, wieso? Ich habe nur Bogen im Kopf gerade. Naja. Oh, naja. 1, 2, 3. 1, 2. Ein... Hä, oh Mann, wieso mache ich den denn noch immer? Und wieso ist der auch auf LT? Moment, ich komme hier gerade nicht mit der Steuerung klar. Wow, 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 wow. Du bist ein sehr spaßiger Gegner. Aber den vernichten wir ja wohl. Wenn ich jetzt die ganze Zeit einfach auf ihn raufkloppe, dann stirbt er doch bestimmt, oder? Schild. Dash. Angriff. Dash. Okay. Oh, jetzt ist er in seiner zweiten Phase, Leute. Jetzt ist er krasser drauf. 1, 2. Oh mein Gott. Er ist wirklich krasser drauf, oder? Hä?
Ja, er macht ganz andere Sachen. Ich glaube, er macht jetzt alles ein bisschen schneller, weil er in seinem letzten Lebenszyklus-Dingsbums hier ist. Ich glaube schon, Leute. Cool, okay, das finde ich schon wieder cool, dass man sowas einstellen kann. Jetzt treffe ich ihn halt weniger. Aber gegen mich hat er natürlich trotzdem keine Chance, denn ich habe ein Schild und gegen Schild kommt gar keiner an. So, vernichtet. Wow, das war ein Spaß. Ein Boomerang, so heißt das Ding. Aber ist auch endlich raus. Ich habe jetzt das Wissen, dass dieses Ding ein Boomerang heißt, ergattert. Cool, Harbinger, man weiß nicht, was das für Sachen sind. Und die sind anscheinend wirklich nur für die eigenen Bosse. Tolle Sache. Kann ich jetzt zum zweiten Boss oder wo führst du mich jetzt hin? Wenn das auch immer derselbe Untergrund hier ist, dann ist das ja noch langweiliger, Leute. Ja, jetzt sind wir tatsächlich wieder hier. Und jetzt können wir quasi gegen den nächsten Boss kämpfen. Kann ich mich noch irgendwie verbessern oder so? Schauen wir nochmal in unsere nette Kiste hinein. Ob wir... Nein, ein Boomerang. Keine Potions. Und wir haben wieder nur den Dog. Nichts Neues, obwohl wir einen Boss besiegt haben. Das ist doch kacke. Tja, Leute, dann war es das mit diesen ganz, ganz kurzen angespielt. Aber die Bosse scheinen ja wirklich alle gleich zu sein. Den zweiten fand ich noch nett, weil da konnte man wenigstens mit seinem Schild was machen. Hui. An sich sieht das Spiel doch gar nicht so kacke aus. Aber wenn die Bosse jetzt natürlich alles einfach so komische Ritter sind, die auch mehr oder weniger alle dieselben Fähigkeiten haben und man hier nicht mal neue, also für sich selber neue Fähigkeiten freischaltet, sondern ich habe jetzt da wirklich nur Sachen freigeschalten für mein eigenen Büsselchen hier. Aber was bringt mir das? Von daher, danke fürs Zuschauen. Ich finde das Spiel nicht so toll. Ich empfehle es auch nicht. Auf jeden Fall in seinem jetzigen Status nicht. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.